Guck mal, das... Ah, what the fuck? Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Geometrie Dash. In der letzten Folge habe ich so spaßesweise mal geguckt, gibt es was unter Haystand an Levels? Und danach haben von euch ein paar wirklich Levels für mich gemacht. Das ist... Puh, das ist mindblowing. Und zwar ganze satte 5 Levels habe ich zugeschickt bekommen. Die werde ich jetzt einmal durchspielen. Deiner hat schon hier 30 Downloads und 8 Thumbs up. Ist ein Custom Track. Bin auf jeden Fall mords gespannt. Das ist schon einfach phänomenal, dass mir Leute überhaupt Levels zusenden. Ich weiß nicht, ob ihr die selbst gemacht, die nur für mich gemacht habt oder ob ihr die schon vorher habt und einfach nur an mich zugesendet. Aber, what? 1%, yeah. Dunkle Stacheln. Das ist dunkel. Dunkle Map ist dunkel. Okay, ich hab's. Okay, Dunkle Map ist dunkel. Fuck. Schwierigkeitsstufe gelb, also hart. Bin mal gespannt. Guter Anfang, guter Anfang. Das, oh, Flugzeug. Easy. Oh, so, die Musik fängt mystisch an. Und wir werden... Diese Gravity-Dinger, die verwirren mich so dermaßen. Indem ich das 100-mal gespielt habe, komme ich damit locker klar, mehr oder weniger. Aber am Anfang ist das so verwirrend. Wow, 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 okay. Alles klar. Oh, da ist... Oh, da ist so ein... Da war so ein Buff. Da war Böses im Busch, sozusagen. Wortwitz. Jump, 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 jump. Ja, runter. Hoch. Oh. Ich merke zu spät, was bei diesen Portalen passiert, ob ich zum Flugzeug werde oder zum normalen. Ich dachte, ich wäre immer noch so ein Ball. Gravity Ball. Ball, 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 Ball. So, weiter. Hey. Okay, das sieht mir zu einfach aus. Falle, incoming. Oder auch nicht. Boah, das war knapp. Oh, Speed, what? Speed, darauf bin ich nicht vorbereitet. Ja. Der Level scheint kurz zu sein. Ich will den unbedingt mal schaffen. Also, kurze Level sind immer schön. Locker flockig. Aber ich finde auch, das Setting passt sehr gut zum Namen. The Mansion. Einfach dunkles Ding. Wirkt düster. Ein bisschen horrorhaft. Und das sieht nett aus. Ist echt cool gemacht. Besonders, wenn der Drop hier kommt. Bam. Oh, 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 oh. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh, what? Okay. Das sieht gut aus. Das ist nicht gut. 69. Ah. 70%. Diese blaue Stelle, die fuckt mich total ab. Die letzte fucking Kugel. Ich falle hier an der dümmsten Scheiße. Ich habe schon über 100 Attempts eigentlich. Ist das gar nicht so schwer, aber genau sowas passiert dann. Yeah. Okay, ich bin weiter. UFO. Ich rutsche einfach am Boden entlang. Einfach am fucking Boden. Sieht safe aus, mehr oder weniger. Ab und zu mal kommen Blocks. What? Nein! Du sneaky Wichse! Warum hast du das Tor da so weit oben gemacht? So, jetzt aber! Oh, ich bin so dumm. Ich fliege! Oh! Ich habe viel zu lang für das Ding gebraucht. Ah, was ne Scheiße. Ich habe echt zu lang gebraucht. 167 tries, ein bisschen auch noch im Practice Mode. Holy shit. Was gebe ich für eine Schwierigkeitsstufe? Ich würde auch sagen hart. Also, ja, eigentlich ist es nicht hart. Ich mache normal. Let's Plan hat auf den Level kommentiert. Leicht und geil. So, das war Menschen von Souls and Fresh. Fresh? Der nächste Level ist von DieNudel88. Der hat eine Nudel anscheinend. Und das ist ein Level für mich. Short, 2 Thumbs up, 2 Downloads. Wow. Das, okay. What? Das sieht sau cool aus irgendwie. So, jetzt bin ich im Rhythmus und in der Falle drinne. Alright. Den Level kenne ich. Was ist das? Wenn neue Elemente im Spiel reinkommen, die ich noch nie hatte, das fickt mich immer. Aber eigentlich ist das halb so wild. What? Was war das? Komm schon. Diese Split-Dinger, das verwirrt mich noch, weil ich habe das noch nie gehabt bisher. Und... Ich muss mich wahrscheinlich nur auf ein Objekt konzentrieren, oder? Ist scheißegal, was der andere Split macht. Einfach gucken, was der unterste... Ding da macht. Oh, Roboter! Unsichtbare Stacheln. Ich hoffe, das waren unsichtbare Stacheln, weil sonst bin ich gerade umsonst gestorben. Alright. So, jump, drop, down. Was ist das? What? Oh, das ging gerade alles so schnell. Dann kommt so eine... Warum verarscht ihr mich so, Leute? Komm, so viel zur Konzentration.
80%. Ich werde wahrscheinlich nicht jeden Level durchzocken können. Das sieht mir schon so einer aus. Ich bin jetzt im Practice-Mode, um diese Stelle hier ein bisschen zu üben. Und was passiert? Ich verrecke hier. Oh, okay. Was eine komplizierte Stelle. Und wie ich verrecke im Real Try. Da. Und da. Und da. Okay. Das ist heavy. Das ist gar nicht so einfach, wie ich anfangs gedacht habe. Oh, yeah. Geschafft. Okay. Krass, wo der Drop kommt. Von die 088. Hat mir gefallen, der Level. Cooler Aufbau. Ein bisschen der Split hat mein Gehirn auch gesplittet. Aber ich fand es ein normal Level. Ist ja auch Dryout. Für die, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, werden es wahrscheinlich ein bisschen leichter finden. Der nächste Level ist vom Player und heißt Hey Stan. Das bin ich. Das bin ich. Okay, was ist das? Was ist das? Das ist ein neuer Setup, den ich nicht so kenne. Okay. Luft vergessen zu holen. Viele Monsterchen. Und tot. Okay. Aber sehr cool. Sehr cool gemacht. Saugeil gemacht. Allein schon, dass Menschen für mich ein Level machen, ist eigentlich geil. Krasser Shit. Was ist das hier? What? Was ist das? Diesen Part finde ich saucool mit dem UFO, wo sich das so ständig wechselt. Aber das hier fickt mein Brain. Wo bin ich? Okay. What? Okay, bin weiter. Ich habe keine Ahnung. 44%. Ich gehe in Practice Mode. Ach, das ist nur ein Trick. Da ist so eine kleine Kugel, die man draufdrücken muss. Guck mal, das. What the fuck? What? Wie saukrass ist das denn? Bei den offiziellen Levels habe ich sowas bisher noch nie gesehen und ich sehe wieder neue Gegend. What? Muss ich auf die. Okay, die Wölkchen. Ach, da sind weiße Stacheln in den Wolken versteckt. Ist ja smart. Smarter Dude. So. Hier kommt noch irgendwas Abgefucktes? Oh, was ist das hier? Dass ich das überhaupt überlebt habe. Okay. Holy moly. Wenn ich das schaffe, werde ich mich selbst feiern und mir ein Schokoeis holen oder einen Tomatensaft. Tomatensaft! Okay. Wir gehen weiter. Und jetzt kommt die Wölkchen-Sektion. Die müsste eigentlich einfach sein. Wenn ich nicht ganz dumm anstelle, sollte ich hier das locker flockig im ersten Try schaffen. Und. Nein! Scheiße! Das ist genau die Stelle, habe ich verkackt. Okay. Ich bin irgendwie gefühlt langsamer als vorhin. Ich weiß nicht warum. Ich habe irgendwas berührt, glaube ich. Vielleicht wollte das der Entwickler auch nicht. Das war sauknapp. Dadurch, dass ich so langsam bin, sind die Timings sauscharf, aber ich. Dann! Sau krasser Level. Ich weiß nicht, ob du den explizit für mich gemacht hast oder einfach nur irgendeinen bestehenden Level an mich angepasst hast oder einfach nur an mich gesendet hast. Ich fand den aber sau cool gemacht mit den ganzen Switches und das war badass. Hinterlassen wir mal einen schönen Kommentar. Zack. Ihr könnt auch durch die Levels mal gucken und spielen, falls ihr Bock drauf habt. Gebt den Leuten einen Daumen hoch. Gebt keinen Daumen runter, Leute. Ihr wollt ja auch nicht, dass eure Levels Daumen runter kriegen. Zum Beispiel hier von CookieZZ Game Deadlocked hat einen Daumen runter bekommen. Warum? Okay, let's do this. Oh, ist das Autoplay? Da ist Autoplay. Autoplay sind awesome. Autoplay-Level sind super nice. Holy shit, das geht ab. Das ist nice. Bam, 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 jump, jump. Ja, wenn man das legit schafft. Thank you. Und nice. Okay, mit einem Smiley. Der hat echt hier reingebaut. Ich bezweifle mal, dass er das für mich gemacht hat. Das ist innerhalb einer Woche. Wenn du sowas innerhalb einer Woche schaffst, dann... Respekt. Ich habe nur Angst, dass er eine Falle zum Schluss eingebaut hat. Wenn man da irgendwie nicht selbst aufpasst, ist man tot bei 99% oder so. Das ist schon krass, die ganzen Effekte, die hier eingebaut sind. Das ist cool gemacht. Ich habe auch nichts gegen Autolevel. Autolevel sind auch nice. Wenn ihr eben mehr Autolevels machen wollt, macht Autolevels. Ich mag alles, was ihr macht. Es darf noch nicht super schwer sein, weil super schwer kriege ich nicht durchgespielt. Höchstens ein paar Prozent. Und kurze Levels mag ich immer. Weil die... Was stand da? Und das Ende. Schönes Ding. Schönes Level. Und wir kommen zum letzten Level von Micha zockt. Und zwar auch namens Hasten. Das ist für mich. Was ist das? Okay, da stirbt man und da stirbt man auch. Ich fange als Kugel an und habe schon 8%. Hat mein Flugzeug gerade einen Salto gemacht? What? Game.
Okay, wo wir so bei so einem schwierigen Level sind, den ich vorhin erwähnt habe, ich komme hier nicht weiter. Mir bringt auch Practice Mode nichts, weil ich hier die erste Stelle nicht weiterkomme. Bis zum Flugzeug komme ich und da bei den letzten Stacheln verkacke ich immer. Ich komme hier nicht weiter. 50 Tries und ich verrecke hier an dieser Stelle. Ja, ich würde mal sagen, der Level von Misha Zock bleibt ungeschlagen. Ich krieg den nicht hin. Ich bin nicht gut genug. Wie sieht's mit euch aus? Kriegt ihr den hin? Oh, Mann. Oh, ich sehe gar nichts. Ach, das waren Wände. Okay. Na, ich gehe auf. Practice Mode, ich komme hier nicht weiter. Mishas Level bleibt erstmal knackenscharf. So, ich gebe mal eine 7. Re-up while hate, aha. Sehe ich nicht ganz, aber das waren eure Community-Levels, die ihr mir eingesendet habt. Falls ihr mehr habt, ruhig einschicken. Ich versuche, die durchzuspielen. Mindestens Practice Mode will ich die vielleicht schaffen, außer Mishas Level, der war zu heavy. Hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für die Levels, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir die zu erstellen oder einfach nur zu re-uploaden. Ich mache noch ein paar der normalen Levels irgendwann in einer Folge, aber ich mache auch immer wieder mal Community-Levels. Von daher, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Gebt mir Flosse!